sitzen Sie am Fußballmikrofon. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und los geht's. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, das ist völlig offen hier. Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Ja, es gibt einen Wurf. Versuch der Balleroberung. Das ist gefährlich an der Stelle. Achtung, lässt genau auf den Keeper. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ballannahme mangelhaft, Ballverlust die logische Folge. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Und jetzt wechseln sie. Guter Pass. Peter attackiert. Wunderbar herausgespielt. Schuss und ein Tor, ein Tor, ein Tor! Ob er den dahin haben wollte, auf jeden Fall landet der Ball genau oben im Eck. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Herrlich gemacht. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Oh! Und schon wieder ein Treffer. Zwei Tore am Stück. So, da sehen wir, dass die Verteidiger sich gar nicht schlecht verhalten, dass sie eigentlich gut stehen, aber er setzt sich wieder einmal durch. Das ist einfach extra klasse. Aggressives Tackling. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Die Kontermöglichkeit vorbei. Stark gemacht. Und das macht er richtig gut. Und schon wieder eine Grätsche. Da könnte was draus werden. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Geh doch über links, Junge. Für sowas sagt der Torwart Dankeschön. Klasse Zuspiel. Und jetzt bleiben sie doch noch hängen. Er
will den Ball nicht verlieren. Er holt ihn sich zurück. Wille pur. Genau das ist es. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Da freut sich der Trainer. Und der Angriff wurde gestoppt. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Und nach dem Schlusspfiff das Endresultat. 2:0.